So. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Golden Sun. Let's Play, ja. Wir sind immer noch hier im Gasthaus und müssen irgendwie das Versteck der Diebe finden. Genau, wo ist der letzte Mal? Versuchst du einfach erstmal aus dem Gasthaus rauszugehen. Wir im Gasthaus haben wir es ja versteckt. Vielleicht kannst du auch noch mal die Gedanken von denen lesen. Also auch wenn da steht eigentlich, geht nicht mal was eigentlich. Mach mal Wirbelwind auf die Frau. Achso, mit L und R kannst du auch auf schnell gehen. Abkürzung stand da unten mit. Wirbelwind, das ist eine geheime Anime-Wind. Bei den habe ich Rocken schon an. Gedanken gelesen und alles. So, ob ich habe Gedanken auch getroffen. Das hat es sich entdecken lassen, dass es getan hat. Bist du, ey? Boah, hat halt vibriert in der Hose. Fand ich erregend. Also irgendwo in dem Raum ist das jetzt halt. Nicht in diesem Raum, kann ja auch oben sein. Kannst du auch nochmal trotzdem nochmal von denen den Gedanken. Ja, im Gasthaus wurde ja gesagt, deswegen ist ja, und der sagt ja extra, sie waren während des Vulkanaus. Nicht auf ihrem Zimmer. Ja, weil sie ausgeraubt haben. Und sie haben den Raum hier durchsucht. Also ist wahrscheinlich, dass hier drin was ist. Wie hier drin? Achso. Willst Gedanken lesen aufs Fass und dann... Genau. Hallo, ich bin ein Fass. Da geht irgendwie nicht so ganz cool. Versuch wirklich nochmal oben. Also gerade, was du da versucht hast, wolltest du das Fass da drücken an der Wand oder was? Ah, das Ding ist auch so absolut auffällig. Absolut! Vielleicht Wirbelwind auf dem Teppich oder so. Der fliegt immer mal los, ist der von allen. Der auffindet eine Wand. Ja, so, jetzt lese einfach nochmal den Gedanken. Das ist nein, nochmal einfach quälen wir sie. Oh, aufhören! Du hast dir letztens angesprochen. Kannst du nicht Wirbelwind auf die machen? Einfach mal so. Wie ist irgendwas passiert? Ja, dann weiter. Dieser Folge widmen wir einfach mal diesem Gasthaus. Ganz toll. Ich habe ja noch Rückzug. Beschieben, Rückzug. Rückzug als Körper. Ja, da bist du am Anfang wieder von dem Dungeon geportet. Mach Erdbeben. Kiesel sie nur, weg. Das ist ja das Ultra-Alte. Minze. Minze. Oder auf dem Blatt. Ja. Wahrscheinlich ist es wirklich irgendwas ganz Simples. Ja, sonst unterbrech kurz zu lange. Ja, okay, kurz noch rausgehen. Oder oben im Dach. Ja, genau, da. Hab ich auch gerade gesehen. Weil er ist repariert. Macht Sinn. Toll. Aha. Also, für sowas müssen wir hängen. Kannst du eigentlich rüber? Kiste verschieben? Ja, dann müsstest du für andere... Gedanken lesen aufs Fass. Ja, auf die Kiste. Du stehst im Weg zu sehen. Du musst wieder runter. Ja, ist mir auch klar. Nein. Achso, ein geheimer Wake. Bondage, klar. Nein, wenn du willst, ist es ein bisschen geil. Ja, befreit dich von seinen Fesseln. Das ist hier der Hund. Doch, es ist what the fuck. Bei Dings. Achso, er war gefesselt. Ich kam auf diesen Dachboden, während ich das Dach repariert. Nee, ich kam auf diesen Dachboden. Ich bin gekommen und gekommen dann. Aber deshalb habe ich einen Blick riskiert, als plötzlich Wurms. Als plötzlich Wurms. Jemand hat mir von hinten eine reingeschoben.
Was hast du alles reingesteckt? Das hat sehr weh. Als ich wieder zu mir kam, lag ich hier gefesselt. Ja. Mein Rektum tat weh. Das war eine Videohölle. Ich weiß nicht, was passiert ist. Eigenartig. Ich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass vorher auch schon all diese Kisten hier. 5% sagen, ich wollte es nur mal ausprobieren. Vielleicht ist ja das Diebesgut in diesen Kisten. Sieht so aus, als wäre was. Achso, nee, das oh Gott. Alter, ist jetzt sogar schon drei. Wir waren ja von Anfang an. Lest sich überhaupt jemand durch, was sie da sagen? Weil ja. Ich kann das nicht, wenn ich diese... Ich versuch's. Sagtest du eben Lumpa. Der wurde so hart gereckt, dass er nicht mehr... Jemand, der so reich ist wie Meister Hamed, sollte er sich nicht mal in die Nähe von Lumpa wagen. Es ist ein Ort für... Was für ein Ort ist Lumpa, Alter? Da hatte ich irgendwie einen Dreher drin. Ich glaube, das ist wieder der. Also, die Stadt wurde nach ihrem Gründer, dem edlen Dieb, Lumpa benannt. Blitzstrahl, Mann, komm, Blitzstrahl musst Blitzstrahl du machen. Nein, ich hätte es auch für dich machen können, hätte es auch alle drei getroffen. Schön, Mann. Einer funkelt direkt fährt und so. Wow. Super Slime. Oh, Heilkrall. Der funkelt böse. Ja, mach. Der funkelt mit Ohr. Du kannst den mal einmachen. Oder nur so lange wie du Erdpower hast. Ich hab's gefeiert, dass du noch mal als die Fähigkeit bekommen hast, dass ich gucken konnte, wie viel ich noch in der Hand habe. Oh, mir auch. Wurde auch überall deine Hand drauf eingesetzt. Das, das hab ich nicht. Wusch. Was hat er geschrieben? Wusch. 1,40 Minuten. Das ist ja. Boah, der hat sich einen Staub aufgelöst. Nein, er wurde eingeäschert. Irgendwie schon, ne? Die haben bisher echt nicht viel gebracht. Er funkelt. Ehrlich, wie viel hält dieser Drecksack da aus? Ja, hallo, er funkelt böse, ja. Wahrscheinlich hat er dir eben noch zugezwinkert so ein bisschen. Naja. Er hat wahrscheinlich so oft gecrit-failed. Der hat einen Kuss gehabt. Der Gerald ist ein Level 4-Mächter. Oh, cool. Level up. Schnelligkeit steigt um 419 Münzen und ein Gauner-Schwert haben wir bekommen. Ah, ich habe wirklich eine Sekunde lang geglaubt, wir wären in da. Ah. Na, treten wir sie noch ein bisschen besser. Nimm das, du drückst. Du drückst Scheiße über die Zeit. Die zucken noch so am Boden. So.
Wisst ihr denn nicht, dass es falsch ist, von anderen Leuten zu stehlen? Das hat Mama immer gesagt. Das Böse macht sich nie bezahlt. Hat sie auch gesagt. Das letzte kam aus dem Glücksspiel. Mach ich wieder den Bauch. Oder was habt ihr da meine Freunde? Ich denke, wir sollten auf die Suche nach Felix und den anderen gehen. Wieso nennt er nur Felix? Warum sagt er Felix nicht anderen? Ja, weil er Felix war. Bin ich schon wieder in unseren Gedanken. Sollen wir ihn nicht davon abhalten? Klar. Killt ihn! Es ist zu spät, ja. Toll, ich bin schon fertig. Ich verstehe. So war das also. Oh, los, komm, alter Bürgermeister. Magie? Ja. Das hier sind die Diebe, Herr Bürgermeister. Guck, das ist doch der Bürgermeister. Hab ich dir gesagt. Das ist ein alter Mann. Was du getan hast, war einfach schrecklich. Katastrophe auszunutzen, um die Leute zu beschädigen. Hey, ihr habt Tür und Tor offen gelassen. Ihr habt ja förmlich darum gebettelt. Ah, was haben wir denn? Wir werden sie für lange Zeit hinter Schloss am Ring stecken können. Hey, wach auf! Wirkt euch erstmal nach der Seife. Los, steh auf, steh auf! Hey, kannst du mir helfen, sie zu fesseln? So nach vergewaltiger Stimme. Stimmlage, Pistole. Ah ne, das glaube ich doch nicht. Achso doch, das ist... Nee, ich glaube der Bürgermeister. Nee, der hat doch gesagt, das werde ich ihn nie vergessen. Ja, der Bürgermeister. Das kann man auch als Drogen sehen. Der Bürgermeister hat das glaube ich gesagt, aber egal. In ja, ihrer Sprache. Von euch wollte ja niemand. Lena? Danke, dass ihr die Liebe gefangen habt. Yeah, und sei Dank ist euch gewälzt. So, und jetzt mache ich auf jeden Fall auf den Weg. Eine große Hilfe. Sie sind in den tiefsten Kerker, nicht wahr? Wo niemand sie hören kann. Oh Gott. Lass uns mal sehen, was sie gestohlen haben. Aber wir doch nicht. Scheiße, das ist ja der Schlupfer. Ja. Oh, warte, das ist ja die Kleider von den letzten Kindern, die ich hatte. Ups. Kannst du aber doch mit dem Finger auf den Boden, wenn du das vorliest. Bürgermeister, ist das nicht die Worte, die wir auch von mir gehört haben? Was ist das jetzt? Das ist wieder der in dem Unterhemd da. Das ist jetzt der Bürgermeister wieder. Eine wertvolle Urne ist wieder aufgetaucht. Oh nein. Das gehörte Ochsen, die haben sogar das Heiligtum geplündert. Was sind das für Flugzeuge? Um die werde ich mich persönlich nachher kümmern. Die Schätze dieser Stadt sind endlich wieder da. Toll, was mit der letzten Spur. Die hat auch noch entdeckt, bis er ging nichts mehr. Der Bürgermeister, wir haben hier noch eine. Er ist schwul, er ist Kinder, er ist schwul in Mongo. Über, vielleicht ist das der Gegenstand, den du gesucht hast. Ja, genau den habe ich gesucht. Jetzt musst du zum Meister Hammel zurückkehren. Vor allem, dass ihr nur ein Gegenstand in eine Truhe gepackt habt. Ja, Mann. So. Da ist bestimmt noch mehr drin, aber das ist der Bürgermeister. Wo ist es? Die Geheimen von der genau. Sammlung des Bürgermeisters von gefunden, als er in Richtung Lumpa unterwegs war. Oh nein. Oh nein. Dorampa! Ich würde sie eine solche Gelegenheit nie mehr zu gehen lassen. Okay, Dorampa, alles klar. Ich bin mir sicher, dass es ein Wasser anführt wurde. Nein! Dorampa! Wie kann ich Wasser damit retten? Niemand kann eintreten, wenn die Tore ist beschlossen. Was ist denn mit Wasser geschehen? Autsch.
Beruhig dich, Ivan. Meister Hammond ist sicher am Leben und wohlbehalten. Ja. Er wird wie ein Edelgefangener. Doron Parr weiß, dass er Hammond dazu benutzen kann, ein immenses Lösegeld von Calais zu fordern. Ihr könnt nicht viel tun, bevor Doron Parr seinen ersten Zug und Schachmatt. Aber wenigstens wissen wir, dass Hammond vorerst nichts zustoßen wird. Na, ah, wird man ein bisschen vergewaltigt. Ja. Dann haben wir es noch, oder? Eigentlich wirst du immer Miause so sagen, immer wenn der Name kommt und du bist, ach du Scheiße, und ich gar nicht wissen. Du bist, ich bin, nur mein Name. Herzlichen Glückwunsch. Wie ist doch mal mein Name? Freut mich, dich kennenzulernen. Soll ich vor allem meine tiefsten Dankbarkeit versichern? Ja, und wie war doch mal mein Name? Nur dann, lasst uns gehen. Nee. Die sollen ja auch das macht die jetzt sich öffnen. Und dann ist da was anderes drin. Kommt mich noch besuchen, bevor ich das verlässt. Ich habe da etwas für euch. Ja. Ciao! Sein persönlicher verbeulter Anhalter. Was für ein Chaos! Endlich haben wir den Start zurück und dann dies. Haben wir den Start schon? Was ist mit der letzten Tour? Was? Ich wünschte, ich könnte dich aufhalten. Aber ich weiß nicht mal, was hier abgeht. Also, ich möchte doch nur zu Meister Hammond, ne? Ich möchte doch nur was dazu wissen. Warum war das zu herkam? Das ist alles. Aber ich kann euch beide unmöglich bitten, mir zu helfen. Ihr seid auf einer sehr wichtigen Mission. So ist es. Ich habe es in eure Gedanken gelesen. Also in mir ausgedacht. Ja. Von Gareth hat er immer noch einen Schaden davon. Ich hatte ja keine Ahnung, dass der Vulkanusbruch mit einem solchen Geheimnis in Verbindung stehen würde. Weil Gareth in den Kopf spielt mit Fahrstuhl, bitte. Ja, nee, da ist so ein kleiner Affe mit diesen, der man in die Hände klatscht und Saltos macht dann so. Das ist so übel. Ja, wir müssen Felix unseren Gedanken erfinden. Das sieht ja ziemlich schlecht für uns alle aus. Schon ziemlich schlecht aus. Dann stellt das ja mal ab. Nein, das ist kein Abschied, du bleibst schön hier. Er sagt, er würde dir helfen, Ivan. Nein, ihr habt schon, ich kann euch nicht nochmal damit hängen. Wichser. Ich will auch eine Truhe haben. Ivan erhält den Popo-Stab. Den steckt sich sein Meister mal zwischen die Arschbacken. Niemals will ich die Gastfreundschaft dieser Stadt verlassen. Boah, ich habe letztens ein Video von einer Japanerin gesehen, die hat mit ihren Arschbacken eine Kabel verbogen. Geil. Ja. Ich glaube, wir sollten uns besser auf den Weg machen. Ich will das Video jetzt auch sehen. Los, warte, ich guck mal kurz, ob ich das hier noch habe. Miau kann nichts finden. Miau kann nichts finden. Irgendwas muss hier auch für uns sein. Du hast den Banditendolch gekriegt. Ja, den geilen Dolch, Mann. Ich öffne die Truhe, die ist auch schon auf. Hey, du redest mit der Kiste. Die Kiste ist eine Kiste. Nö, da ist nichts. Und sagt zu kürzen. Boah, das ist was. Das ist ein kleiner. Arschbacken und Gabel. Genau. War auch ein Missverständnis, okay. Ach was. Das hat mich schon vor Jahren aufgegeben. Sonst kann man alles missverstehen. Ja. Krieg mal die Fähigkeit klauen. Über Team Rockets hin, klicken auf Team Rockets hin, was sehen. Das war echt der Feuerwachser noch. Doch, klar. Der weiß, ja, mit dem Sonnenstrahl. Nur es wird wieder eine große Hilfe. Und, Gary? Erlaub uns. Du bist immer noch hier. Du wirst morgen uns unterkommen. Oh, los. Ja. Komm, nicht das an, Gary. Ob du etwas vor, das Land in der Vancouver-Färbe zu bereiten? Nein. Ein Lützenflotter kann er doch nicht schaffen. Alles klar. Wie hast du es am Land geklebt?
Ja. Ich hab den Klick auf ja. Ja, wieso? Er hat ja gesagt, ansonsten gibt es anscheinend keine. Ja, Frage. Aber dann sagt er dir vielleicht noch was Wichtiges. Vielleicht auch nicht. Eine traurige Show. Kranker Scheiß, ne? Ja, Bene ist gut. Alles klar, wir sollen in die Höhle gehen. Ja, ich glaube, was ist das? Die Höhle ist ja. Das kann ja ein bisschen softer sein. Die Höhle, wo man vor dich rein kann? Wahrscheinlich, ja. Oder eine Höhle oder was? Ja. Ja, es ist zwar eher Norden, aber okay. Hallo, ihr Socke. Socke 1 und Socke 2. Ja, wir bleiben Socke 1 an. Ja, wir bleiben Socke 1 an. Socken klingt das viel witziger, Mann. Ja, ja, wieso? Die wollen ja auch von Anfang an, habe ich dir schon. Ja. Das ist ein ganz klarer Socken. Da ist die Höhle. Ja, ja, aber dann meinte ich noch was. Ja, und du siehst da eine fette Höhle. Das von Sonne zu gemacht. Ja, das haben wir ja schon gemacht. Das wäre das, wo man nicht rein darf. Oh, guck mal, weil da hängt doch was. Geh mal zurückwärts. Hat er wirklich Nordosten gesagt? Ja, Nordosten. So, vielleicht nicht so weit im Osten oder so weit im Norden. Weiß ich nicht. Tja, ja. Ihr Angriff. Flamme. Feuer einsetzen. Nee, nee, Flamme ist nicht mehr. Heilstern. Juhu. Der geht ja regelmäßig. Er hat sich selbst gekillt. Okay. Sehr schön. Colin erst weiter spielen. Achso, oh. Also wenn wir erst in Session gehen, ist das geil. Ja, ich glaube. Ja. Alles klar. Oh, eine Socke. Ich hab Angst. Ja, musst du auch. Oh, ich gleich ja. Gerade so noch. Weil die da oben ist es nicht. Das ist die besten. Und dann da. Zombie! Nee. Zombie. Dann hätte er ja. Das, wär, das ist dann wär ja allgemein dann besten. Übrigens, Miau hat noch 6 HP, ne? So, das ja, das wäre dann ja besten. Ja. Das wäre dann ja auf jeden Fall besten. Ja, warum? Also vielleicht hier einfach nach Osten, nach unten, vielleicht noch weiter da entlang irgendwie. Vielleicht versuchst du das irgendwie. Da, noch ja, weiter Osten. Genau, hey, das halt von uns. Doch, genau. Und so, ja, das kann Miau selbst, glaube ich. Oder halt auch. Und noch einen mehr, oder? Rückteilung! So! Oha, Groll! Das sieht cool aus, ne? Bam, das eine... Siehst du, ich sag doch mal Feuer, ey, das geht hier. So, darüber sind wir nach oben. Ja. Anscheinend auch nicht. Boah, die Mäuse, Maus mit Gabel. Maus mit Gabel, die haben Scheiße. Die sind verreicht, Mann. Die haben mehr als die eine gute Familie bei Fallout da. Da hat nur einer von 10 eine Gabel. Ja, die hatten, mussten sich zu 10 eine Gabel. Alles klar, ich glaube, ich bin schon sehr schön. Ja, würde ich auch mal sagen. Okay, Socke. Ich geh nochmal zurück zur Stadt und geh dann von der Stadt aus mal nach Osten. Ja, ich geh jetzt auch weiter nach Osten. Ja, aber das ist dann nicht mehr... Wir werden uns sowas von verlassen. Mach doch mal die Karte. Was soll ich mit der Karte aus Lebens eingezeigt? Wir haben ein Level abbekommen. Da ist eine Höhle, vielleicht ja, ist das hier nicht so. Eingang zur Boma-Höhle. Ist bestimmt richtig.
besser nach rechts gefahren. Rechts schieben. Rechts. Achso, kannst du auch so. Jetzt hast du ihn genau vor die Nase. Ja, es geht ja nicht anders. Good job, Volle. Good job. Das soll ich schon wieder schlecht verpassen. Oh, den großen kannst du bestimmt auch verschieben. Den Schatz dann, oder? Oder du kannst von oben rüber springen. Also nicht da, sondern rechts da rüber. Ah, das kannst du schon. Das muss ja jemand extra sein. Was mit der nächste? Es geht auf die Eier. Du sollst ja nicht wieder bei Kontakt machen. Vor allem, wenn das so eine Kleinigkeit ist, die jeder Vollpfosten sieht. Ja, und deswegen muss es so sein. Tja, Kolle. Das. Irgendwas muss ich ja anscheinend machen. Überspringen einfach. Irgendwas kann ich doch leider machen. Kannst du den nicht mehr loslassen? Dann musst du dir springen. Das muss ich. Es hat keinen Sinn. Unsere Psyenergie ist nicht stark genug, um diesen Baumstamm zu bewegen. So ein lästiger. Oh, oh nein. Ja, ich wollte auf den Baumstamm bewegen, nicht wahr? Ich will sagen, das ist nicht schlimm. Oh Gott, er kriegt eine Steifen und verschießt ihn damit. Oh. Das sieht so aus, als hätte er sich im Efeu verändert. Die wissen gar nichts, was sie tun können. Naja, ein Escher mit Flammen. Und mit dem Wasser für Böse. Ich weiß. Ja, wir haben noch Zeit. Aber die Folge ist gleich vorbei. Ich habe eine Idee. Überlass das nur dir. Ach so, oh, Wahnsinn. Ja, das macht wirklich Sinn. Hey, das ist doch kein Baumstumpf. Gut gemacht! Ivan? Ivan? Ja, ist geschafft! Wie viel hat sich das hinbekommen? Er wird auch gemeint immer Ivan. Danke für deine Hilfe. Aber ja, was machst gesagt, du überhaupt hier? Ivan? Ich konnte nicht nach dem Luftball hinein. Luftball ist ein Typ. Versteht mich nicht falsch. Ich bin nicht hier, um euch um Hilfe zu bitten. Seit ich V verlassen habe, spuckt mir euer Auftrag im Kopf herum. Wisst ihr doch, ich habe alle letzten eure Gedanken gelesen. Das ist ein Lieblingsspruch, Alter. Ich will immer die Gedanken lesen, Alter. Ich konnte nicht einfach gehen. Nachdem wir all diese schrecklichen Dinge geschehen sind, nachdem wir all diese schrecklichen Dinge. Wenn ich schon mal so haben die Kräfte, dann wenigstens euch beide. Dann hoffen wir euch um eure Reise zu begleiten. Die Bahn gehört nun zum Tor. Er verdammt mit dem Flügel gleich. Versucht ihr, durch diese Höhle nach Biblin zu gelangen? Weil ich meine, Miau kann ich reden, ne? Ja. Und Garrett, ja. Ernsthafte Krankheit. Ja, aber nee, da ist es ja... Dummheit ist auch eine ernsthafte Krankheit. Ja, trotzdem macht man sich drüber lustig. So, aber bevor wir hier weitermachen, bevor irgendwas passiert... Ich will das nur runterschieben. Nein, das machst du nicht. Nein! Nein, Colin, ey! Ich meine, was willst du eigentlich? Ja. Mach mal. Boah, geil, jetzt kann man da vor rüber so, alles klar. Okay, dann machen wir nächstes Mal. Also. Ja, würde ich auch sagen. Dann speichern mal ab an der Stelle. Und dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.